Leute, ihr habt Bock auf abgedrehten Content? Dann zieht euch diese geile Scheiße rein. Axel, übertreibt nicht! Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talk and Comments. Leute, wisst ihr was? Ich habe heute so richtig Bock, so eine extra abgedrehte Folge zu basteln. Es muss einfach mal wieder sein. Denn gerade jetzt, wo halb YouTube Deutschland in tiefer Trauer versinkt, ist es wichtig, die Zeit, die uns noch verbleibt, auszunutzen. Och, meine Fresse. Also, packen wir's an. Ihr habt mir etliche Fragen auf Twitter gestellt und diese schauen wir uns nun an. Los geht's! Willst du gerne mal so schnell laufen wie Sonic the Hedgehog? You're too slow! Ah, meine Beine! Eigentlich ist der Sonic gar nicht so schnell, weil er immer zuerst Momentum aufbauen muss und dann erst Gas gibt. Was hältst du von der momentanen Politik? Ich muss zugeben, dass ich mich zum allerersten Mal damit beschäftige und deswegen dem Typen da. Der gute Dena hat sogar vor kurzem im Fernsehen einen super geilen Vergleich gebracht zu Artikel 13, den ich gerne mit euch teilen möchte. Warum sollte Google dafür haften, wenn ich ein Video hochlade? Weil das wäre ja so, als würde die Post haften, wenn ich ein Paket verschicke. Was kann die Post dafür, wenn ich eine Bombe verschicke? Was kann YouTube dafür, wenn ich Depp-Memes benutze? Du bist ein Arschloch. Also ich fand das ziemlich einleuchtend, aber der 100-jährige Politiker daneben nur. Also wenn ich alt und entfernen drücke, verschwinde ich dann? Warum steht der Naiv an der Decke? Hä, was? Das steht da gar nicht. CEO-Memes. Ach Merle, Merle, Merle. Immer willst du CEO-Memes. Nee, aber dieses Mal ist es echt geil. Ich dachte, aus diesem Clip macht ihr lauter Excuse me what the fuck Memes. Stattdessen gab's richtig geile Scheiße. Bitteschön. Besser geht's nicht, oder? Geht's noch besser? Auf keinen Fall geht's noch besser, oder? Ja! Das geht besser. Tommy, gut, als nächstes versuch daraus was zu machen. Ich bin echt gespannt, was da kommen wird. Axel, jetzt aber ganz ruhig. Warum bist du so unglaublich heiß? Lieb von dir, dankeschön. Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt zu Insta-Time kommen. Insta-Time. Ich stelle jetzt eine Frage auf Instagram, dann schauen wir später im Video, was da für Antworten kommen werden. Hey Leute, bin mies gelaunt. Schreibt mir mal ein paar Tipps, wie ich wieder lachen kann. Danke. Für welchen Channel machst du am liebsten Videos? Naja, auf dem Zweikanal ist es relativ chillig, so ein Video zu produzieren. Man hockt sich halt einfach hin und lässt so spontane Komik entstehen. Würdest du eher über den Flur eines Krankenhauses oder über einen Hintern lecken? Also ist mit Hintern dann dieses Loch gemeint oder generell über die Arschbacke? Wahrscheinlich ein Arschloch, Alter. Ich will kurz ein paar kitzeln. Oh Gott. Denke, ich würde trotzdem das Arschloch nehmen. Ganze Video hier oben verlinkt. Gaming-Videos zu machen ist wiederum super entspannend, weil ich meine, ich zock mein ganzes Leben schon, warum das Ganze nicht mit euch teilen? Auch das ist hier oben verlinkt. Aber am liebsten mache ich einfach Videos für den Hauptkanal, also für diesen Kanal hier, weil hier kann ich einfach aus mich rausgehen und zusammen editieren, was das Zeug hält. Ah, meine Beine! Der Effekt ist doch scheiße! Halt die Klappe mal! Die Frage aller Fragen, der, die oder das Nutella? Okay, wir müssen das ein für alle Mal klären. Jahrelang beschäftigen sich schon Wissenschaftler mit der Frage, welchen Artikel diese einzigartige Nuss-Nougat-Creme nun hat. Ein Frühstücksaufstrich, der so besonders ist, dass keine andere Nuss-Nougat-Creme ihr das Wasser reichen kann. Jahrelang wird diese schon jeden Morgen von vielen Leuten verzehrt. Ja, okay, ich höre schon auf. Stimmt, hier oben ab, die Mehrheit entscheidet. Theo, wenn du auf Frauen stehst, bist du dann lesbisch? Wie läuft's mit dem Spielfilm? Ganz gut, wir haben jetzt die Grundmaske des Monsters zusammen mit den Hörnern. Dann waren wir auch schon Locations im Wald auschecken und kein Scherz, Carina, Yoshi und ich haben uns wirklich total verlaufen im Wald. Also wir haben halt so ein, zwei Stunden gebraucht, bis wir mein Auto wiedergefunden haben. Also dafür will ich jetzt wirklich einen Daumen nach oben sehen, Mann! Axel! Kann Wolke überhaupt fliegen oder ist er eine Landwolke? Es ist nur ein Kuscheltier, Leute. Es ist vielleicht niedlich und flauschig, aber das war's dann auch schon. Gut, dann kommen wir jetzt zur Facebook-Time. Insta-Time. Die Frage war ja, ich bin so mies gelaunt, was kann ich dagegen tun? Gideon schreibt, Lügner, du kannst nicht mies gelaunt sein. Doch, kann ich sehr wohl, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, Leute. Vicky Foxy schreibt, guck dir das Video mit den fallenden Pinguinen an. Ja, aber das kenne ich ja schon. Und Chris schreibt, spring in einen Kaktus. Hilft das wirklich? Leute, vergesst nicht. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und Zeus Socken inhalieren. Es ist wirklich nur zu eurem Besten. Nee, danke für diesen Zuwachs in letzter Zeit. Ich freue mich, dass ihr Spaß an den Videos habt. Ich hatte es auf alle Fälle. YouTube-Videos machen bockt sich einfach immer wieder. Ja, sorry, Axel, ist alles weg. Willkommen in der Endcard! Willkommen in der Endcard. Hier drüben klickt letzte Folge von Talk and Comments. Da habe ich so ein bisschen den Game Master Trend so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ist ganz lustig geworden. Könnt ihr gerne abchecken. Würde mich sehr freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich bald mal wieder hier auf dem Kanal. Spätestens am Mittwoch, würde ich sagen, oder? Genau. Dann bis dann. Ciao. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, CEO macht komische Dinge hier auf YouTube. Bis dann. Okay. Dann schneide ich das Ganze mal zusammen.